Hallo ihr Lieben, jetzt kurz vor Heiligabend muss ich euch noch mal eben was mit auf den Weg geben. Und zwar ein ultimatives Rezept für Faule oder Kochanfänger und ihr könnt damit jeden beeindrucken. Ich habe hier veganes Hackfleisch, das habe ich im Penny gekauft, gewürzt mit Hackfleischgewürz oder hier so ein Fleischgewürz. Das habe ich von der Tanja, das schreibe ich euch noch mal drunter. Zwiebeln und dann habe ich hier von dem Alprosgier 2 Teelöffel noch mit reingegeben für die Bindung. Das Ganze gut miteinander vermischt und damit dann die Klöße gefüllt. Ich habe jetzt hier halb und halb verwendet. Das hat wunderbar geklappt. Das ist auch ganz einfach. Und dann kommt der Hammer, nämlich diese Soße, eine Rotweinpflaumensoße. Ich habe hier ein Lorbeerblatt, eine Nelke und eine halbe Zimtstange in einen Teebeutel gegeben. Dann ist da noch ein Apfel in meinem Topf. Und dann habe ich 400 Milliliter Rotwein, das ist trockener Rotwein, abgemessen. Und das wird jetzt erstmal zusammen aufgekocht, bis die Äpfel weich sind. Und dann kommen die Gewürze wieder hinaus. Und dann wird das Pflaumenmus mit hineingegeben. Und dann wird das Ganze mit einem Pürierstab richtig schön fein püriert, bis wir eine schöne sämige Soße haben. Das Ganze wird dann nochmal kurz aufgekocht und abgeschmeckt mit Salz und Pfeffer. Und das war's. Es ist super schnell gemacht. In der Zeit, wo die Klöße kochen, habt ihr die Soße fertig. Ist also wirklich unglaublich. Das ist eine Offenbarung, sag ich euch. Es ist leider jetzt nicht für Kinder geeignet, aber da geht es vielleicht auch mit Kinderpunsch. Das habe ich jetzt nicht ausprobiert. So sehen die Klöße jetzt von innen aus. Es hat mega geschmeckt und das kriegt jeder Kochanfänger hin. Schmeckt natürlich auch zu jedem anderen veganen Braten und natürlich auch mit Rotkohl, aber alleine so war es schon mega. Macht es unbedingt mal nach.